Also, Leute, hier ist die Lage. Erstmal, moin, willkommen zur neuen Folge Panik SMP Season 2. Hier ist wieder euer Kekskaiser. Und Björn, das Brot. Valentin ist auf dem Server eingeloggt. Und falls ihr wisst, wir haben uns die letzten paar Folgen lustig gemacht, dass wir einfach alles von Valentins Insel genommen haben. Nein, dass wir ein IKEA haben. Und jetzt ist er online. Ich glaube, es gibt jetzt eventuell Vergeltung von ihm. Egal, Björn, ich habe eine Idee. Ich muss sowieso Obsidian farmen. Also komm, wir gehen gemeinsam in meinen Keller. Da kann uns nichts antun. Ich habe Angst, Björn. Komm, gehen wir. Ja. Warte, hier. Es gibt hier extra die Falltür. Pass auf, dass du nicht stirbst. Wow. Waterflows. Das könnte hier sein. Ja, hier, schau. Guck mal. Siehst du, ich habe doch Orientierungssinn. Jetzt einfach aufpassen. Perfekt. Okay, jetzt lass mich kochen. Okay, komm, nehmen wir den Bubble Elevator. Oder wollen wir hier bleiben im Keller? Ich denke, wir können ihn mal besuchen gehen. Okay, komm, warte, hier ist der Ausgang, ja. Ich dachte auch, da ist der Ausgang, aber hier ist er. Ich glaube, er ist gerade einfach den Schaden am Ausrechnen, den wir ihm angetan haben. Weißt du, was ich meine? Björn, warte, wir haben ja Dias. Wir müssen ihm ein Entschuldigungsgeschenk geben. Ich hätte maximal Gold dabei, ich kann auch letzten Block. Nein, warte. Geben wir ihm einen Dia-Block und sagen ihm, er kann damit im Casino spielen. Er stimmt für die Zuschauer. Ich habe zwar gesagt, letzte Folge, dass ich aufnehmen werde, wie ich das japanische Schloss baue, aber es ist so langweilig, die Arbeit. Also das Gebäude ist sehr schön. Ihr werdet später mehr davon sehen, wenn es fertig ist. Da warte, ihr seht ja ein bisschen. Denn was machst du? Wenn es fertig ist, werde ich es euch komplett zeigen. Aber die Aufnahmen waren einfach langweilig, also ja. Deshalb ist mein Inventar voll mit Material. Er ist in seinem Keller, Björn. Da ist er. Ach Gott, ich hab ihn in 4K, Björn. Er hat auch voll Dia mit verzaubert. Jeder hat voll Dia, Björn. Boah, da ist verzaubert. Ich will uns einfach ignorieren. Also, jetzt geht's. Zwei Sachen. First of all, ich würde alle meine Ressourcen zurück. Wenn du eine Liste geben ja, kannst, was mir fällt. Ja, wir können. Ich scheiß Loot Goblins, Alter, die haben meine ganze Kiste erklärt. Nein, das stimmt. Das ganze Holz ist weg. Das stimmt jetzt auch nicht. Wir haben es uns nur ausgeliehen. Ich weiß, letztes Mal wurde im Discord was bezüglich Minecraft, habe ich hier die Eisenfabrik gebaut und die Bank. Aber du hast das ganze neue Distrikt verpasst, sozusagen, wo ich. Du kennst ja meine Starterbase, oder? Einen Moment, ich mach kurz ein bisschen was dezimieren. Die Pferde? Zu viele. Warum? Weißt du, wie lange wir gebraucht haben, um die zu züchten? Wir haben immer die zwei schnellsten Pferde genommen, ja, und dann einfach. Sie sind leider schwarz. Okay, clip it. Nein, schau mal, du kennst ja meine Starterbase. Scheiße. Ich hab die jetzt in jeder Holzvariante gebaut, die es gibt. Warum? Dieses scheiß hässliche Gebäude. Also, hässlich finde ich es nicht. Das sind faire Preise, ja. Du bist nicht der Erste, der diesen Witz macht. Du bist auch nicht der Letzte, der dies. Also, ich find's geil. Ihr baut nichts auf dem Server, habt dann aber die Kühnheit, meine Dinge zu beleidigen. Weißt du, wenn die es besser machen. Wann habe ich jetzt deine Dinge beleidigt? Ah, ja, ziemlich oft. Also ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich kein Gebäude baue. Ich baue fucking Berge. Berg? Ich klatsche jetzt der Kilimanjaro dann, Alter. So Leute, es gäbe jetzt wieder mal ein komisches Ende, wenn ich jetzt die Folge einfach so aufhören würde, aber wirklich, es ist gerade nichts anderes passiert. Valentin ist dann einfach gelieft, Björn ist dann einfach gelieft, ich bin dann einfach gelieft, oder ich mache schnell noch ein offizielles Ende. Also Valentin hat tatsächlich jetzt ein Projekt angefangen, ich stehe gerade vor dem Projekt, sozusagen das ist hier der Labyrinthon, haben wir es genannt. Das wird so ein kleiner Minispiel-Arena sein, wo man sozusagen das Ziel ist es, als erster die Ziellinie zu erreichen, indem man sozusagen Parcours macht, durch ein Labyrinth geht und eben das heißt, Valentin macht jetzt wieder mal etwas auf dem Server. Ihr seht hier, by the way, es wird gesponsert von Ice King Express, das ist Björns U-Bahn, also die gelbe Schiene, und Nova Arena ist ja mein Casino, ihr kennt es. Aber das sind die zwei Sponsoren, eben hier seht ihr, es ist so ein Labyrinth, man muss hier den Weg finden, bla bla bla. Aber Valentin ist tatsächlich wieder im Server drin, er ist so aktiv wie damals, als Dominik online kam, nachdem ich ihn bezahlt habe, Björn zu jagen. Stirbt jetzt bitte. Falls ihr fragt, warum ich Neverite habe und so, das wird alles in der nächsten Folge erklärt. Diese Aufnahme hier ist eine Woche in der Zukunft, okay? Aber ich wollte halt ein schönes Ende schnell von der Folge finden. But, ich rede wieder mal zu lange am heißen Brei herum. Danke fürs Zuschauen. Valentin ist back. Wir sind alle back. Let's fucking go. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert und abonniert.
ihr wisst, was jetzt kommt. Ciao und bye.